Herzlich willkommen zu einem neuen Update zum Tandem-Add-on für den RJL Scania von Cast in der Version 1.9.1. Was haben wir alles Neues mit dabei? Wir haben hier bei diesem Scania ganz neu jetzt mit dabei die 4,50 Meter Variante. Ne? Die sieht dann so aus. Und vorher hatten wir ja die 4,70 Meter. Und jetzt haben wir 4,50 Meter. Die ist jetzt neu. Einmal mit Liftachse und natürlich mit der 6x4 Variante, und die anderen kennt ihr ja, glaube ich, mittlerweile alle hier schon, ne? Hier mit den Achsvarianten 8x4 und bei den 8x4, da gibt es übrigens noch Toolboxen lackierte, ne? Das heißt, wenn der LKW lackiert ist, dann habt ihr da auch welche mit am Start. Mein Augenmerk liegt aber heute an den neuen Sidecovers, die wir haben, und die zeige ich euch mal. Die funktionieren übrigens nur bei der 4,70 Meter Variante. Ne? Das ist ganz wichtig, bei 4,50 Meter geht das nicht. Also ihr müsst die 4,70 Meter auswählen, und dann zeige ich euch das jetzt mal. Jans hier fliegt, dahin klicken müsst. Das ist ein bisschen kompliziert, um das zu finden. Wir brauchen erstmal, wir nehmen keinen Kühler, wir nehmen die normale Eckery-Box, 4,40 Meter. Dann gehen wir hier. Und dann könnt ihr ganz drunten, beziehungsweise braucht ihr gar nicht so weit runter, dann kommt ich schon der Carrier oder die Carrier-Variante, die ist dann hier. Ja, die ist jetzt hier praktisch mit verbaut. Da gibt es natürlich auch noch andere Varianten. Man kann es hier auf den Bildern eh gut erkennen. Ne? Einmal mit so einer Variante hier bloß mit Strich. Mit Strich sage ich schon. Alter Schwede. Es ist schon spät auf meiner Uhr. Es ist eigentlich viel zu spät auf meiner Uhr schon. Habt ihr hier einfach einen Unterfahrschutz. Dann habt ihr den Mitsubishi Kühl auch mit am Start. Das sieht dann so aus. Den finde ich ganz schick. Das sieht ganz cool aus. Und dann habt ihr auch noch hier ganz in ganz viele verschiedene Varianten. Und ihr habt dann noch am Schluss, ich muss mal gucken, da habt ihr auch noch eine Variante. Das ist dann die Thermo King Variante. Blub. Sieht dann hier aus, dieses Kühlaggregat. Könnt ihr euch dann dementsprechend raussuchen, wo ihr sagt, oh geil, das gefällt. Oder ihr sagt, oh, müsst ihr selber wissen. Aber die Varianten stehen euch hier zur Auswahl. Ich werde mich jetzt mal entscheiden für Mitsubishi. Genau, für Mitsubishi, denn so halt. Und hier kann ich mir noch mein Eckery-Logo hinmachen in Rot. Das machen wir hier oben auch nochmal in Rot. Plupp. Sieht dann auch soweit ganz schick aus hier. Ne? So. Hier noch ein paar Positionsleuchten. Haben wir Standard. Mal gucken. Die Standardlampen, Standard. Das sind dann die Runden, die sind ein bisschen groß. Standard doppelt. Da haben mehr Lampen hier dran, ne? Leuchtet schöner. Genau, und das ist jetzt eigentlich hier so, was neu mit dabei ist. Sonst sind da noch viele kleine Sachen gefixt worden, damit der Mod wieder schön läuft auf der Version 1.3.4. So, dann kommen wir zum Fazit. So, jetzt muss ich überhaupt lang hier. Ups, ich bin mal über die Ampel gefahren. Eieiei, das hatte ich jetzt öfter schon die Tage. So, zum Fazit. Also, was haben wir noch? Wir haben die 4,50 Meter Chassis-Variante neu mit dabei bei diesem Tandem-Add-on. Da funktioniert es aber leider nicht, damit ihr hier an der Seite die Kühlaggregate unten hinbauen könnt. Das hier zum Beispiel, ich habe mir ja fürs Mitsubishi entschieden und kann man es gut erkennen bei den Sidecovers. Funktioniert nur bei der 4,70 Meter Variante. Bei der 4,50 funktioniert es nicht. Da müsst ihr halt den Kühler dann vorne drauf bauen. Ne? Oh, logisch. Dann haben wir mit dabei bei der 8x4 Variante in der PDF-Version gibt es noch zwei Toolboxen, die auch farbig sind. Ne? Also dann in dem Fall bei mir wäre es jetzt dann gelb. Logisch. Dann wurden noch ein paar Sachen gefixt, damit der Mod wieder 1a läuft auf der Version 1.34, und mehr ist es dann aber auch schon wieder nicht mehr. Nichtsdestotrotz, toller Mod, mir gefällt er, macht Fun Laune und macht auf alle Fälle Spaß damit rumzukruisen.
Ihr wisst ja selber, am RJL kann man genug rumbasteln, rumschrauben in Verbindung mit dem Tandem-Addon von Cast, also dem Trailer, hat man echt sehr viele Möglichkeiten. Genau. Habt ihr Fragen dazu, dann dürft ihr es gerne machen. Entweder hier oder im STS-Forum, könnt ihr euch dann aussuchen. Und ansonsten will mal Daumen da lassen. Abo für den Kanal natürlich und nicht zu vergessen, die Glocke abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod. Und wie immer, allzu gute Fahrt. Macht's gut, bis bald und ciao.